vor dem Showdown im Himmel über Berlin kommt jetzt das Promi-Pärchen Plumpsen, das Synchronspringen, doppelter Sprung, doppelter Fun. Und wir gucken uns jetzt einmal kurz die Startaufstellung in dieser Disziplin an und sehen da ein ganz spannendes Teilnehmerfeld mit ganz, ganz vielen Neulingen. Maurice und Cecilia, Dr. Nick und Dr. Rick, Lea und Lukas, Adi, Totoro, Paolo, Muck, Isabella, Genie, Yassin, Tim und Sebastian und Simon. Und wir wollen natürlich wissen, was passiert da gleich, wer schafft es. Und ich kann Ihnen jetzt nur ganz kurz nochmal sagen, was hier hinter den Kulissen passiert ist, denn wir haben natürlich auch das freie Training heute am Nachmittag beobachtet. Und da hatte Cecilia, die jetzt mit Maurice im Synchronspringen antritt, extreme Probleme, verständlicherweise, weil es ist immer was anderes, wenn man dann hier auf einmal vor einer solchen Kulisse springen muss, überhaupt zu springen. Wir drücken ihr natürlich die Daumen, dass sie es gleich gemeinsam mit Maurice schafft. Und wir stellen die beiden noch einmal kurz vor. Chef, sieht man das Haar hier vorne? Nee, nee. Ein kleines so. Sieht man das so, wenn man nah dran geht? Nee, keine Sorge, wir gehen nicht nah ran, versprochen. Ja, besser ist es. Hör mal, Chef, wer seid ihr denn? Ich bin Cecilia. Ich bin Maurice. Wir haben uns bei Are You The One kennengelernt. Und seitdem seid ihr glücklich verliebt? Nee. Ihr wollt mir jetzt erzählen, dass nichts zwischen euch gelaufen ist? Tatsächlich haben wir uns mal... Boah, das ist so eklig zu sagen. Was für eklig, Mann. Tu nicht so einen auf, ne? Nein. Die fand mich gut, ich fand sie nicht so, weißt du? Sorry, aber nee, Maurice. Ma, du würdest dir wünschen, sagen, mich zu haben. Ja, kommt mir so, weißt du? Nein. Verstehe. Und was macht ihr jetzt hier? Wenn man die Leute fragt und die Leute, die sagen, wir brauchen den Maurice, weißt du? Wir brauchen den Löwen. Klar. Löwe, wo ist der Löwe? Wann kommt der endlich mal hin? Ja, spielen Löwen eine große Rolle in deinem Leben? Ja, Löwe ist mein Lieblingstier. Dann habt ihr ja bestimmt auch viel gemeinsam. Unsere Gemeinsamkeiten ist erstmal... Wir sind der König oder King of the Jungle. Mhm. Der Löwe ist halt auch zum Teil ein bisschen faul. Der lässt die Frau halt jagen oder die Löwin. Okay, jetzt hol mal Luft. Und lass mal deine Löwin zu Wort kommen. Ja, weil Maurice zum Beispiel kann ich verstehen, dass ich in vielen Sachen besser bin. Und deswegen welchen zum Beispiel? Im Turmspringen? Turmspringen, bin ich dir ehrlich? Bist du besser? Ach, gar nicht. Okay. Bin ich dir ehrlich? Ich bin sehr sportlich, aber Wasser bin ich raus. Schau an, noch eine Gemeinsamkeit mit Löwen. Nur blöd, dass ihr hier beim Turmspringen seid. Wie läuft's denn so bisher? Von der Beckenkante zum Einer schon geschafft, habe ich die Höhe geschafft. Ja. Würde ich sagen. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen auf den Dreieck. Doch, ehrlich. Oh, episch. Moment, da habe ich was vorbereitet. Zwei Löwen, stark, schön und adrett, wagen sich aufs 3-Meter-Brett. Arme. In Position und laut gebrüllt. 3, ab. Scheitern sie von Angst erfüllt. Ich bin ja überhaupt kein Wassermensch. Ich habe Angst vor Wasser. Wasser und ich sind keine Freunde. Maurice, motivier sie. Die muss man in der Hand nehmen. Die muss man führen, die muss man leiten. Wir brauchen Löwen. Cecilia, rauf. Cecilia, einfach rauf. Ich brech ab. Ich heule. Komm. Ich heule gleich, wirklich. Ich heule gleich. Ach Quatsch, Unsinn. Ich hab Angst. Du überlegst zu viel. Bauch ein. 1, 2, 3, ab. Dieses ab provoziert mich, wenn er sagt, ab, nein. Ab machst du jetzt. 1, 2, 3. Sag nix. Ich muss mich erst konzentrieren. Und dann sagt er mal so, ja, ab, ab. Siehste, dieses ab, ah nee, ich muss noch, nee. Nein, du brauchst kein Kajal nachzuziehen oder sonst was. Du springst dann einfach. Wir müssen mit dem Sprung eins werden, weißt du? Ich meine, da hilft ja auch kein Jürgen, der sagt, spring jetzt. Wir dachten, wir nehmen direkt die Kerndisziplin, nämlich diese Synchronität, dieses Einheitliche. Wir dachten uns so, das nehmen wir uns als Herausforderung. Jeder sagt easy peasy. Und es triggert mich, dass ich es nicht kann, deswegen will ich es können. Ich finde, wir haben Potenzial. Wir sind körperlich in Topform und wir schaffen das. Wir sind ein Team, verstehst du? Gute Rede, ne? Finde ich jetzt nicht. Wir müssen einen eigenen Rhythmus finden. Du darfst nicht auf den Trainer, weil wir müssen selber uns angucken und sagen, wir gucken uns an und wir wissen, in 2 Sekunden springen wir den Sprung unseres Lebens. Und wir schaffen das. Ja, und bei mir jetzt auf dem Turm Cecilia und Maurice, ihr zwei. Oh, also so richtig
Bock habt ihr irgendwie gerade noch nicht, ne? Beziehungsweise Cecilia, ich kann das total nachvollziehen. Ich finde das auch wahnsinnig hoch, aber bei dir steht dir irgendwie die Angst im Weg, ne? Also das Lustige ist da hinten, da, ja. Da springe ich runter. Hier springe ich nicht runter. Ich bin noch nie einmal hier runtergesprungen. Noch nie? Aber da ist irgendwie eine Blockade im Kopf. Ja, wo? Und ich habe Angst. Jetzt tut's mir leid für Maurice, weißt du, weil Maurice ist wirklich gut. Also ich glaube, die meisten haben gedacht, ich wäre gut, weißt du, aber Maurice ist das. Frechheit. Wie ist das jetzt für dich, du als der Löwe, ihr gemeinsam im Team? Wie motivierst du sie denn? Oder gibt es irgendwas, was du machen kannst, dass es vielleicht doch klappt gleich? Also Cecilia ist eine Powerfrau, die wird das 100%ig schaffen gleich. So, wir haben jetzt gleich noch so eine Taktik, wie wir das da machen, dann funktioniert das schon. Wasser ist nicht jetzt unser so. Ja, du hör gleich auf mich an. Achso. Hör auf mich und dann klappt das schon. Und dann machen wir das gleich und wir geben unser Bestes, weil wir sind alle schon in meinen Augen Sieger so. Und egal, auch zu trauen so, deswegen, wir schaffen das schon. Ich finde auch, allein sich hier zu trauen, runterzuspringen, ist schon der absolute Wahnsinn. Gibt es noch eine Werbung oder ist es jetzt direkt? Nee, das ist jetzt direkt und ich habe mir gedacht, weil, auch wenn du es nicht so gerne magst, weil das so ein bisschen vielleicht dein Flow ist aus dem Training, würde ich jetzt Jürgen einmal bitten, kurz das Signal zu geben. Okay. Jetzt wollen wir jetzt. Ich gehe jetzt, ich lasse euch jetzt alleine, beziehungsweise einer auf den einen, einer auf den anderen. Eine Frage oder so, irgendwie von Maurice noch eine Frage. Oder so. Meine Liebe, keine Frage mehr, ihr müsst da jetzt runter. Und ihr kriegt das hin. Wir drücken euch alle ganz fest die Daumen, oder? Du packst das. Wir sehen uns unten. Ganz runter. Berlin und Turmsprung Deutschland drücken die Daumen. Löwe und Amazone. Das erste Mal jetzt also synchron. Maurice und Cecilia. 3 Meter Turm, 3 Meter Brett. Kopfsprung vorwärts gestreckt. Schwierigkeitsstufe 1,5. Jetzt heißt es einfach durchziehen, konzentrieren, abliefern. Berlin ist bei euch. Maurice und Cecilia, also Unterhaltungspunkte gibt das auf jeden Fall. Bitte, liebe Jury, seid gnädig. Sie hat es wirklich geschafft. Cecilia ist gesprungen. Sie hat auf Maurice gehört. Und ja, was soll ich sagen? Synchron war da beim Sprung nicht viel. Aber vorher, das war das Entscheidende. Hier, sie betet zum lieben Gott. Und er war an ihrer Seite. Nochmal Berlin, give it up für die zwei, das war doch was. Meine Liebe, das war null peinlich. Also peinlich gibt's an dieser Stelle hier überhaupt nicht. Du bist gesprungen, du kannst stolz auf dich sein. Ihr habt als Team, naja so, aber egal, sie ist gesprungen. Sie ist gesprungen, ist gut, ja. Das ist das Einzige, was zählt. Sie hat sich getraut, auch vor der Masse und so, das muss man erstmal machen, deswegen. Ja. Ich kann den besser, das regt mich halt auf, aber egal. Naja, aber gut, du bist immerhin gesprungen. Also davor bist du von dem Ort noch nie gesprungen, deswegen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht kriegen wir noch einen zweiten. Wir haben noch einen schönen zweiten eigentlich, deswegen. Ja, ne? Nee, wir wollen nicht so viel, aber wäre schon geil. Wir hätten Bock so. Ja, ja. Du, jetzt bist du vielleicht auch voll im Flow, weißt du? Ja, also komm, machen wir noch Saltum, Schraube rechts, links. Haben eine Schraube eigentlich parat, ne? Eine Schraube haben wir parat, aber... Welche Schraube nochmal? Jetzt müssen wir erstmal gucken. Ja. Schauen wir erstmal, was unsere Punkterichter sagen. Aber stolz sein könnt ihr so oder so. Ey, das ist okay. Da sehe ich richtig Freude im Gesicht. Ey, das ist okay. Momentan noch Platz 1. Also, ja, das ist super.
Hätte ja. besser sein also, können. Also der Sprung war geil. Also wir haben also. War deiner war gut? Ich glaube schon. Ne? Ja, ich glaube. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, ja. Genießt den Moment, wärmt euch auf im Wärmebecken und eventuell sehen wir uns gleich nochmal wieder. Okay. Und du kannst stolz auf dich sein. Das hast du wirklich gut gemacht. Danke. Und du sowieso. Danke. Liebe Cecilia, mach dir doch einfach davon einen Screenshot und rahm dir diesen ersten Platz auf jeden Fall ein. Ich glaube, Cecilia ist auch die einzige Teilnehmerin heute Abend, die keinen Bock hat auf einen zweiten Sprung. Alle anderen möchten gerne noch einen zweiten Sprung absolvieren, um vielleicht aufs Treppchen zu gehen. Genauso wie Dr. Rick und Dr. Nick. Euer Geschäft ist ja die Schönheit von Prominenten. Wie wichtig ist es euch denn jetzt gleich, schön zu springen? Ja, uns ist das natürlich besonders wichtig. Wir haben besonders Rick hart dafür trainiert. Und ich habe auch den tiefsten Respekt vor meinem besten Kumpel, weil ich habe ja auch eine Turner-Vorerfahrung. Das heißt, ich fühle mich eigentlich ganz wohl bis zu einer gewissen Höhe. Und ja, Rick ist einfach der, der mitziehen muss. Und da war er sehr tapfer. Ja, ich würde sagen, der eine bringt die Stilnote mit, der andere den Verrücktheitsgrad. Ich meine, mir ist die Angst ins Gesicht geschrieben, aber ich bin Gebotox, darum sieht man das nicht. Und ich denke, jetzt gleich werden wir richtig geil performen. Wir haben ein bisschen was vorbereitet und das zeigen wir euch heute. Habt ihr denn auch Besteck dabei, falls ihr euch irgendwie verletzt am Sprungturm im Wasser, dass ihr euch auch selbst im Wasser noch zusammennähen könnt? Also wir haben das präventiv gesehen. Wir haben einfach genug Hyaluronsäure jetzt im Gesicht, sodass wir drauf landen, dass wir gut gepolstert sind, ne? Gut, wir stellen jetzt nochmal Dr. Rick und Dr. Nick ein bisschen besser vor. Da ist meine Hose viel zu eng für, als dass ich mich so tief setzen könnte. Oh, obwohl, das klappt doch noch. Hier noch. Sind die echt? Ja, verspannt sitzt hier irgendwie. Also nicht die Protzwecker, sondern eure Muckis. Die Muckis sind echt. Ah, ihr seht aber auch wirklich insgesamt sehr, sehr gut aus. Das ist, herzlichen Dank, wir nehmen das Kompliment gerne an. Schön. Dann seid doch so gut und stellt euch jetzt bitte mal vor, ja? Kriegen wir hin. Ja, wir sind Dr. Rick und Dr. Nick. Wir sind beste Kumpels und Beauty-Docs und haben uns der Schönheit verschrieben. Ja, und Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters, oder? Ja, vielen Dank. Aussehen ist unser Geschäft. Ich zwinker mal zurück. Ja, im Endeffekt, wir haben uns im Studium kennengelernt. Wir waren die Einzigen mit dicken Oberarmen. Und so ist die Bromance geboren. Und seitdem gibt es Rick und Nick, siehe den Ring, nur noch zusammen. Geile Idee mit den Ringen, super. Erzählt mal bitte, ihr habt doch so ein aufregendes Leben, oder? Dem ist so. Stars und Sternchen kommen zu uns, die Promis kommen zu uns. Wir behandeln uns gegenseitig. Jeder, der gut aussehen möchte, der läuft irgendwann für die Qualität durch unsere Tür. Klar. Welche Pro7-Promis haben sich denn so spritzen lassen? Joko und Klaas? Nein, die haben nichts machen lassen. Und Sebastian Puffpaff? Was ist das denn? Ich bin so schlecht mit Promis, Nick. Ich denke, ihr behandelt die ständig. Ja? Ja. Was? Puff. Ja, Puffpaff. Puffpaff. Sebastian Puffpaff. Puffi. Ach so, von TV Total. Der Gastgeber Puffpaff. Des heutigen Abends. Das wusste ich gar nicht. Ich kenne ihn nur als Puffi. Genau der. Ja, guck mal, ich gucke nie Fernsehen, muss ich sagen. Ich bin komplett raus aus dem Game, weil ich nur arbeite. Wir lachen viel und ich denke mal, so ein bisschen Humor gehört auch immer dazu. Nur die Lachfalten werden weggebotet. Genau. Ich zwinker nochmal zurück. Humor kann man sich ja auch immer schön in die Bimmel spritzen, gell? Egal, schauen wir mal, wie es beim Training läuft. Ich hoffe, da werdet ihr auch eine gute Figur machen. Hm? Da. Du bist so eine Mimi. Ja. Komm, nach vorne. Zieh den Bauch in die Rippen rein. Nicht anspannen, reinziehen. Ja, wir sind hier im Fernsehen, natürlich spanne ich den Bauch an. Ja, das funktioniert nicht. Und ab, Beine fest. Schade, müssen wir noch mal machen. Ich bin sehr diszipliniert und ehrgeizig. Hopp. Leider haben wir sehr wenig Zeit, wir arbeiten sehr viel. Darum wird das mit dem Training unglaublich schwer für uns. Ja, genau. Wir haben heute schon den ganzen Tag gearbeitet. Und ich war schon im Fitnessstudio heute Morgen, wollte ich sagen. Sehr gut. Habt ihr da gedehnt? Nein. Und ab. Beine. Beine. Sonnenbrand auf dem Rücken. Ja, Schmerzen, das ist schon Wahnsinn. Ne? Also mein Leben ist hart, aber das Wasser ist härter, habe ich herausgefunden. Hammerspruch. Glaubst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Nein. Was man nicht alles macht fürs Fernsehen, ja? Für den besten Kumpel, mein Freund. Ich habe den Verdacht, ihr findet euch aber auch schon richtig geil, oder? Ha? Klar.
So. Natürlich, also. Natürlich finden wir uns gut. Aber wir arbeiten ja auch hart daran. Warum denn nicht? Natürlich, das macht ihr. Vorbildlich. Der Nick, der kommt ja aus dem Profisport. Guck. Der muss ja nicht üben. Der springt da einfach runter und das sieht so perfekt aus. Hopp! Ja. Und ich bin wie so ein Statist in irgendeinem Film, der erschossen wird und fall da einfach nur runter. Schnell! Hopp! Ist gar nicht so einfach, tatsächlich. Ja, lach nicht blöd, Nick, sondern schau mal beim Rick auf den Kopf. Der hat da was. Nö. Ah, da war der. Ja. Hau drauf, feste. Nein, fester Nick. War nicht? Nick und ich, wir sind Macher, machen alles selbst. Auch groß. Wir sind immer ganz oben. Mhm. Und der Anspruch ist definitiv Finale. Ja, was denn sonst? Oh ja, Finale sehe ich uns auch. Ja, ansonsten, wenn irgendwas schief läuft, wir haben einen eigenen OP mittlerweile. Von daher, das kriegen wir schon wieder hin. Ja, keiner wünscht sich, dass ihr beiden euch wehtut. Wir spritzen nur in der Praxis. Und nicht beim Eintauchen. Ich zwinker zurück. Ups, spritzt aber ganz schön, wenn du mich fragst. Ja, frisch aufgespritzt, frisch aufgepumpt offensichtlich und stilecht in der Speedo stehen sie hier bei mir, Dr. Rick und Dr. Nick. Und das Einzige, was ich mir jetzt noch wünsche, bevor ihr hier runterspringt, ist eine Kampfansage in die Kamera, aber mit Zwinker-Smiley. Also den brauche ich am Ende. Naja, nachdem wir Puffy jetzt auch kennengelernt haben, können wir ihn jetzt auch fertig machen. Puffy, das geht an dich. Wir sehen uns dann noch im Treppchen. Ja, Platz 1, den holen wir uns. Wo war der Zwinkerer? Ah, den wollte ich sehen. Sehr gut. So, ihr seid perfekt vorbereitet. Es steht eurem Sprung nichts mehr im Weg. Ich drücke euch die Daumen. Viel Glück. Ja, bis jetzt haben wir ganz viel glatte Brust gesehen. Jetzt vor allen Dingen eine glatte Stirn, glattes Gesicht und ganz viel Testosteron. Dr. Rick und Dr. Nick, die Beauty Docs. Jetzt stehen Sie nicht im OP-Saal, sondern auf dem 5-Meter-Turm, so heißt es ja selbstverständlich, liebe Jury. Anderthalb Salto vorwärts gehockt. Schwierigkeitsstufe 3,0. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Sie abliefern oder sonst nur Sprüche klopfen können. Arme. 3, 2, 1. Ja, Sie können abliefern, nicht nur im OP-Saal, sondern auch in der Schwimmhalle. Das war synchron, der Gang nach vorne, die Bewegungen, Absprung, vielleicht eine Millisekunde unterschiedlich, aber ansonsten würde ich sagen, war das Marke abgeliefert. Dr. Rick und Dr. Nick, das war was. Kommt zu mir, ihr zwei. Das war eine solide Leistung, würde ich sagen. Ich meine, ihr seid ja Best Buddies, ihr arbeitet zusammen. Synchronität ist ja irgendwie euer Steckenpferd, würde ich sagen, oder? Man verwechselt euch auch, wenn man euch nicht kennt. Zeig mal in die Kamera, was habt ihr hinten draufstehen? Ah ja, ach ja, gut. Also. Damit wir nicht verwechselt werden, wir sind auch keine Brüder, wir sind beste Kumpels. Und ja, müssen halt irgendwie ja synchron durchziehen. Ne? Ja, wir machen alles zusammen und darum teilen wir uns beim nächsten Sprung auch das Brett. Und jetzt wird es ganz eng für den Puffy. Denn ich denke, wir haben gut vorgelegt. Ich hoffe, die Jury entscheidet in unserem Sinne. Jürgen, was sagst du? Ist okay? Sehr gut. Also der Rick ist schon sehr überzeugt von sich. Wir haben noch nicht mal eine Punktevergabe hier gesehen. Aber wir schauen uns mal an, was unsere Punkterichter dazu sagen. Ob ihr recht behaltet. Oh. Ja, muss sagen, habt ihr gut gemacht. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ist auf jeden Fall ein Riesenstein vom Herzen jetzt gefallen. Man hat ja schon Schiss, ne? Das ist ein absolutes Mindgame da oben. Ja. Und dann noch in Synchron. Das ist schon was anderes, ja.